Der Führer! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es unheimlich. Da waren mir die Fliegerbomben noch lieber. Ich muss auch mal wieder rauchen. Geh bald wieder runter. Finished, hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gato landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fieseler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein paar hundert Meter von hier. Müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Deubitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Na, glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz, mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor Ihrem Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaters. Der Führer will sich verabschieden, kommt jetzt.